Hallo Leute, weiter geht's bei Resident Evil 8. Ich hoffe, diese Maschine da, wo ich mit so einer Kugel spielen könnte, wird mir auf der Karte markiert. Speicherpunkt. Kugellabyrinth, ja, doch. Die werden auch noch wichtig sein, würde ich sagen. Okay, als nächstes muss ich jetzt da lang, ja. Ich möchte ins Dorf zurück, muss ich auf jeden Fall. Denn ich möchte sehen, ob ich den blauen Vogel finde. Und ich möchte sehen, ob ich nochmal das Haus des Geigenbauers finde. Weil wir haben jetzt einen Schlüssel dafür. Wie hat mir das auf der Karte angezeigt? Der Geigenbauer. Wo war denn jetzt der? Kacke nochmal. Das war irgendwo hier, oder? Nee, hä? Da? Nehmen wir an, irgendwo da. Weil da ist ja auch noch der Brunnen. Ich möchte mich um den blauen Vogel kümmern und dann dieses Haus aufsuchen. Und dann machen wir weiter. Ja. Ist das auch neu? Hallo, mein Freund. Du lebst noch? Bist du scheiße oder so? Hier wieder neue Kisten sind. Warum ist da ein goldener Käfig? Ha! Wo, wo? Wo, 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 wo? Da. Ich hab doch geblockt! Geblockt, Mensch! Okay, das war keine gute Idee. Noch ein goldener Käfig da oben. Bastard, du bist ultra gut ausgewichen. Stirb doch jetzt mal! Gab doch mal Chemikalie. Viviant. Was zum Teufel ist ein Viviant? Kann ich mir denn bitte 15 von diesen Kugeln herstellen? Danke. Das Ding fällt so auf. Ich dachte, vielleicht muss ich den jetzt irgendwie mitnehmen und den goldenen Vogel da den einsperren, aber ganz offensichtlich nicht. Ach, komm schon. Ein Schuss erledigt. Aber ja, das sind jetzt in Anführungszeichen Zombies. Wie man sie kennt. Duke, ich bin zurück. Duke? Ah, da ist er. Okay. Dann können wir diesen Flakon einsetzen. Sonne-Mond-Siegel, ja. Macht mir alles ein bisschen Angst. Hey Typ! Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Die Puppe, ja, in der Tat. Was? Hört auf, ständig irgendwas zu installieren! Viviant, kannst du haben. Kristallner Schädel, gebe ich dir 2 Stück ab. Behalte dich auch mal noch, warum auch immer. Die Holzpuppe kannst du haben für 20.000. Wie geil ist das denn? Ja. Oho, was bringst du mir denn da Schönes? Vielleicht kannst du auch noch meine Shotgun haben. Blendgeschosse herstellen. Explosivgeschosse herstellen. Eine Rohrbombe ist doch gekauft. Freust du dich drauf, es auszutesten? Ja, schon. Erweitertes Magazin. Für 9.000. Verbesserter Kolben. Ich weiß nicht. Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich biete jetzt auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Ach ja?
Aber hier können wir gut vergleichen, das ist gut. Wir haben hier 760. Viel besser. 2,8. Ja, ich glaube, das... Nee, das können wir ihm verkaufen. Ich habe auch schon Geld reingebuttert. Ich denke... Bis nächstes Mal. Ja, ja. Ich denke, ich schieße sie zuerst leer, oder? Ich glaube, das ist eine Idee. Dann hätte ich ihm die leere Waffe verkaufen. So, ist hier irgendjemand? So! Jetzt, der blaue Vogel. Oh oh, oh oh. Wo? Oh, da. Wie, du lebst noch? Ja. Wollte ich sagen. Piss dich! Mein Gott, ey. Jetzt ist da offen. Zerbrochene. Oh mein Gott. Ich will nochmal zurückgehen. Okay, der blaue Vogel. Erstmal da. Oh, ich möchte so viele Dinge tun. Ich stehe jetzt genau da. Also muss ich da nach oben blicken. Dann müsste ich den Vogel eigentlich sehen. Da! Es tut mir leid, Vogel. Saftiges Geflügel. Das ist der einzige Vogel von dieser Art. Also toll, dass ich den einfach abgeknallt habe. Nicht. Okay, okay, okay. Die Steinplatte. Ich glaube, ich weiß genau, wozu die ist. Ja, genau. Aber jetzt, zuerst. Möchte ich jetzt wieder hier runter? Ich finde mich einfach nie zurecht, wisst ihr? Hier hinten war nichts. Oder? Was ist da? Achso, schließen. Hm, toll. Wie komme ich jetzt zum Haus des Geigenbauers? Die durch geht ja nicht. Das muss wieder außen rum gehen. Oder wie kam ich denn da nochmal hin? Verflucht nochmal. Wie kam ich denn jetzt da nochmal hin? Hier unten durch kann ich nicht, nein. Aber hier ist jetzt offen, genau. Wo war das jetzt? Schade, dass mir das nicht angezeigt wird. Hatte ich das schon geöffnet? Vermutlich. Ja, aber da ist doch noch was! Warum nehme ich denn das nicht mit? Bin ich ein Idiot oder so? Okay, Haus des Geigenbauers. Ich kann auch nirgendwo anders runterspringen. Ich glaube, ich war doch da drin, oder? Und von hier drin dann? War das dann ganz in der Nähe? Nein. Nein. Hä? Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Schon wieder. Er wurde gesagt, ich muss außen rum gehen. Aber da konnte ich... Oh, hier durch dieses Haus da. Ne? War's doch. Oder? Ja, durch den Stall halt, ne?
Es war doch da. Ja, da, auf der anderen Seite. Na also. Steht hier niemand mehr. Ja, ja, ich erinnere mich. Hier irgendwo war's. Hier irgendwo war's. Entweder hier oben. Diese Tür ist immer noch zu. Ja. Da oben waren wir. Hier ist der Brunnen. Haben wir den schon betätigt? Könnt ihr auf die Karte sehen. Aber wir merken es ja gleich. Habe ich nicht. Perfekt. Okay, dann haben wir das jetzt auch abgegrast. Dann gibt es hier drin noch Zeugs für uns scheinbar. Offensichtlich. Gemäß der Karte. Hä? Warum gibt's hier... Oh! Sieh einer an! Aha, auf sowas muss ich also auch Acht geben. So, dann möchte ich jetzt hier reingehen. Ich habe ja... auch einen Dietrich. Gehe ich halt hier außen rum. Da kam ich her, ja. Ja, 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 doch. Es muss irgendwo hier sein. Ah, der Geigenbauer. Der Bauergeigen. Keine Gegner mehr. Ja, müsste stimmen. Davor den Müll habe ich mir angesehen, glaube ich. Da hinten ist wieder eine... Oh, hier war doch das Pferd, oder nicht? Wisst ihr noch, dass weggeschleift wurde? Aber diese Kiste hätte ich dann... Nee, die hätte ich bestimmt auch übersehen. okay. Und Schaf... Oh nein, jetzt muss ich auch noch ein Schaf töten. Was, du? Soll das denn? Das ist wild. Ach so, es war ein Wildschwein. Ach so. Kein Schaf. Habt ihr das gesehen? Das war Notwehr. Ach du Scheiße. Kann ich jetzt die Tür hier öffnen, bitte? Jede geöffnete Tür ist eine gute Tür. Dann bin ich hier auch direkt beim Brunnen. Bin ich aber... Hä? Ja, Brunnen habe ich schon gemacht. Idiot. Vor ungefähr 2 Minuten oder so. Ist aber nicht das, was ich möchte, ehrlich gesagt. So, hier kann ich irgendwo noch einen Dietrich verwenden, wurde mir gesagt. Ja, irgendwo hier. Verzeihung? Da. Dietrich verwenden. Ich habe 3 Stück. Scharfschützenmuni. Aber ich bin jetzt immer noch nicht beim Haus des Geigenbauers. Wo war denn das? Verdammt nochmal. Ich glaube, ich werde mir da meinen Part ansehen müssen oder so. Maestro Sammlerstück. Das war bestimmt da, oder? Also ich gehe jetzt raus und dann halte ich mich rechts. Dann laufe ich am ersten Gebäude vorbei. Irgendwo muss es gewesen sein. Ja, und da vorne wurde ich angegriffen von diesem ultimativen Viech da. Ist da irgendwo links? Wo kann ich denn da reingehen? Ja, die Erinnerung kommt langsam wieder. Hier war es irgendwo. Ja, hier. Hä? Nee. Sieht ja genau das falsch. Oh mein Gott. Ich bin einfach zu dumm für diese Welt. Da rein. Hä?
Hä? Das war schon richtig, aber... Ah, da! Meine Fresse! Ja, da! Ich dachte schon, ich kann doch nicht so dumm sein. Aber ja, war ich. Aufmachen. Und hier drin finde ich jetzt einen ultimativen Schatz, oder wie? Ja, in der Theorie ja. Da ist noch was. Oder auch nicht. Happy Birthday. 2017, okay. Hier waren Kinder. Tatsächlich, Geigenbauer. Geld nehme ich. Chemikalien nehme ich auch. Oh, was? Oh, was? Oh, doch, doch, doch. Geniales Rätsel. Geniales Rätsel. 27, 09, 17. Bestimmt. 27. 0, 9, 17. Das ist total cool. Stahl, irgendwas. Sehr geil. Was ist das hier? Neue Waffe. Ein weiteres Magazin für die Rifle. Oh mein Gott. Aber ich möchte jetzt erstmal hier, ne, Patronen aufbrauchen, die ich jetzt noch hier in dieser Waffe habe. Denn dann werde ich sie verkaufen. Okay, 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 okay. Dann habe ich soweit wieder einiges geschafft hier. Brunnen ist gut, Tier ist gut. Da oben gibt es noch einen Schatz. Es gibt für mich eigentlich keinen Grund, jetzt da nicht nach oben zu gehen. Weil ich glaube, so viele Gegner können hier im Dorf gar nicht mehr rumlaufen. Oder wie seht ihr das? Ja, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Um, ne? Ja. Ah! Warum geht es alles nicht viel einfacher? Ich wünschte, ich könnte über die Gebäude klettern oder so. Ich nehme total den komplizierten Weg, kann das sein? Und jetzt wieder durch den Stall durch. So, ja. Jetzt bin ich wieder im allgemeinen Teil des Dorfes. Wo ich schon monatelang umhergeirrt bin. Okay, wir gehen jetzt da hoch und dann gehen wir da rechts. Hol mir jetzt einfach ein paar Schätze. Ja, ich muss wieder durch die Kirche durch. Soweit habe ich das verstanden. Ich möchte nämlich nochmal zum Duke. Was war da oben eigentlich? Oh, sechsflügeliger Embryo-Dingsbums. Das habe ich noch nicht, nein. Wir sehen uns auch nochmal hier drin um. Gibt es jetzt hier was Neues? Nee, steht immer dasselbe. Na schön. Und zack. Gespeichert. Eigentlich möchte ich jetzt den Part beenden, aber... Ich möchte mir die Scheiße da oben noch holen. Oh Gott, die ganzen Vögel da oben. Nein, falsch. Ich laufe jetzt eigentlich perfekt darauf zu. Oh, das liegt jetzt einfach da! Luisas Halskette. Okay, das liegt jetzt einfach da an den Orten, wo ich bereits war. Und apropos, wo ich bereits... Magnum-Munition! Hier nochmal kurz rein schauen. Verzeihung. So, genau da rein möchte ich nicht schauen. Ja, jetzt haben wir hier ziemlich gut alles abgegrast. Da noch nicht. Aber ich glaube, hier muss ich wirklich erstmal hier durchgehen. Dann so und dann so. Bin ich ziemlich sicher. Oh, was ist doch noch mehr? Warum ist da so viel? Alter, wieso ist da so viel?
Okay, Leute, ich glaube, ja, das machen wir im nächsten Part. Leute, für heute war es das mit Resident Evil 8. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.